Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt zu Reach for the Sun, Plant, Function and Anatomy. Ich fand das auf Steam einfach so unglaublich toll, dieses Spiel, und ich musste es mir einfach kaufen. Irgendwie, ja, Pflanzen wachsen lassen und hast du nicht alles gesehen. Ich finde das total niedlich. Ja, hier ist so ein kleines, kleine Einführung, die ist für eigentlich völlig egal. Ja, da haben wir ja einmal eine Seed. Ja, Seeds, ja, verdiene der Seeds, um bei Früchten produzieren, bevor die Wachssaison endet, also nachdem die ausgewachsen sind und so weiter. Options, gut, ihr seht zwar nicht, dass es gerade nicht Fullscreen ist, aber ich merke es und das nervt mich. Aber egal, hier rechts und links sind zwar riesige schwarze Balken, das gehört mir zum Spiel. Mal schauen, ob sich das gleich noch in-game ändert. Weiß ich nicht, testen wir es einfach mal. Und daher haben wir das, die erste Pflanze, Lilac. Overall Difficulty Challenging. Seed Child High, Hardiness Medium. Kostet 12 Seeds, können wir uns also nicht leisten und ist sowas wirklich nur für harte Pros. Dann gibt es hier die Sunflower, die Sonnenblume. Die könnten wir, oder werden wir gleich benutzen, die Toad Lily. Dann haben wir noch einmal einen Squash, wieder hard, high, not very, kostet 20 Dinger und hier kann man sich noch Upgrades kaufen. Und zwar einmal Rindenmulch, habe ich gesehen, ja, die Kälte kann den Pflanzen irgendwie nicht so viel anhaben, habe ich irgendwie vorhin gelesen, in diesem Tutorial konnte man diesen Almalanix ja, alles durchlesen, auch noch mit Audio, aber ich weiß nicht, ob YouTube da ein bisschen was dagegen hat, deswegen habe ich das einfach mal vorher gemacht. Ja, kostet 5 Samen, dann haben wir hier noch eine Gießkanne, falls unsere Pflanze mal Wasser braucht, also es regnet ja nicht immer, das ist wirklich, wahrscheinlich, ich hoffe, realistisch dargestellt. Ja, hier ist schon ein, ja, Gießkanne, liefert Wasser, oder mit einer weiteren Quelle von Wasser. Dann haben wir noch einen Mantis, der wird die... Ja, die Anzahl von harmlosen Käfern in unserem Garten niedrig halten, also der futtert die auf oder, keine Ahnung, verscheucht sie. Und damit ist man, ja, kann man sich mehr halt auf das Wachsen und das Reproduzieren konzentrieren, um statt diese komischen Käfer mal wegzuscheuchen. Und dann haben wir noch einmal Dünger. Erhöht die Menge von Nutrient. Keine Ahnung, wie ich das dann einfach mal später für mich übersetzen würde. Naja, egal. Kostet auch 10 Samen. Haben wir alles nicht. Deswegen müssen wir jetzt erstmal mit der Sonnenblume anfangen. Sonnenblumen sind... Sonnenblumen... Ach, ist auch egal. Starten wir einfach. Plant Purchase. Und dann spielen wir gleich mal. Ja, nehmen wir doch gleich mal das Tutorial mit für die Sonnenblume. Ist leider nur auf Englisch das Spiel. Vielleicht kann ich auch mal was hundertprozentig nicht ganz übersetzen. Aber Google Translator hilft für euch. Falls ihr denn mal hundertprozentig was wissen wollt. Welcome to the world, little sunflower. It's springtime and you have lots of growing to do before winter. Hopefully you'll have produced as many seeds as possible by then. Yes. Click anywhere when you're ready to continue. In the lower left corner are your water, nutrient, and starch resources. Adding parts to your plant gives you more resource capacity. Ja, da sieht man schon, das Harz, nein, das CO2 geht in die Pflanzen. You can add roots to your plant. Click and hold one of the buds on a root, then drag the arrow to a root icon. Extending your roots uses up some resources, but it increases your capacity to obtain and store water and nutrients. Okay. So, hier haben wir also unsere Dinge, und dann können wir die anklicken und dann können wir Richtung nach unten gehen, kann man ein bisschen ranscrollen, geht wohl nicht, wa? Your stems also have little buds on them where you can grow more parts. Click and hold the mouse over one to see what you can grow. Stems? Oh, the stems. Nein, ich glaube nicht, dass ich das möchte. Time to soak up some sunlight. When your leaf glows, click it when it's really bright to create carbohydrates. Okay. Haben wir also hier Zeug bekommen? Some of the carbs are delivered to other parts of your plant in the form of sugar. The rest is stored as starch, one of your three resources. The effort, called photosynthesis, uses up some of your stored water as well as freely available carbon dioxide from the atmosphere. Ich höre überhaupt gar nicht zu, muss ich ehrlich sagen. Resources too. You'll see a blue glow around your roots appear, as well as a nearby pocket of nutrients. Gather water and nutrients by clicking on the root.
So, jetzt kriegen wir schon massig Zeug. Hier gibt es auch nochmal Wasser dazu. Take a big drink through your roots. The rain is good for you. You can absorb more water when it's raining. Ja, ich bin schon dabei, wenn hier mal da. Die Pflanzen saugen sich voll mit Wasser. Kann man die irgendwie. Na, ich glaube, man sollte schnell klicken. Okay, da haben wir 30 Nutrients, also schon Maximum. Go ahead and add more parts to your plant when you get enough resources. Mach ich. So, da haben wir, was haben wir hier? Root nochmal. Kostet uns. Müsste ich mal gucken, was das kostet eigentlich. Und zu viel Zeug ist es. Hier gibt es noch. So, hier haben wir nochmal noch einen Ast dazu. Kostet uns 2 Wasser, 2 Nutrient und 2, was auch immer das sein soll. Und wir bekommen 10 Wasser, 0 Nutrient und 10, was auch immer das sein soll. Oh, ein Regenwurm. Den haben wir gleich mal verscheucht. Ja, so die, genau den ganzen Sinn. Warte mal ganz kurz in den Optionen mal. Die Musik. So, damit man die ein bisschen besser hört. So. Ein Stück nach oben. Kann man nicht näher ran scrollen? Ist ja gay. Egal, bauen wir einfach weiter aus. Weiter sich verpflanzen hier. Sich verwurzeln. Damit wir immer mehr Wasser bekommen. Und hier bauen wir einfach noch so ein kleines Blatt ran. Giving yourself new leaves may cost a bit from each resource, but leaves let you store more in the future. Genau, da kann man jetzt schon mehr speichern. More leaves also means more opportunities for photosynthesis. Oh, so ein Riesenblatt. Hey, look over there. A bug. It might try and eat you and take some of your resources. Tap on it to make it go away. Ja, ich habe ihn gerade schon angeklickt. Ich wusste schon, dass ich den verjagen muss. Eine Sonnenblume. 25 von allem. Kann man gerne machen. Habe ich kein Problem mit. Oh, was haben wir hier? Irgendwas rechts ist hier erschienen. Boah, hier müssen wir die ganze Zeit rumklicken. Ah ja, hier kann man irgendwie auch noch Samen verstreuen. Oder Pollen verstreuen. Ah ja, interessantes Game schon mal. Vielleicht wird es auch nur ein letztes, weiß ich noch nicht ganz. So, da regnet es wieder. Kriegen wir also mehr Wasser rein. So, neuer Stamm. Adding stems boosts your starch and water storage capacity. They also provide extra real estate for leaves and flowers. Okay, also, ja, wenn wir Dinge ausbauen, dann können wir halt mehr Wasser speichern. Das habe ich jetzt schon gelernt. So, hier haben wir noch ein Ding, was wir ausbauen können, zu einem Root. Und hier haben wir wieder ein weiteres Zeug, was wir bauen können. Eieiei, hier muss man die ganze Zeit wirklich klicken, hier muss man auch aufpassen, dass hier nicht so die ganze Zeit solche komischen Dinger kommen. Und ich habe irgendwie gerade nur 13 FPS, weil das Scheißding nicht im Vollbildmodus ist. Whatever. Oh, ich habe nicht genug. Was habe ich denn nicht genug? Von dem Zeug. Jetzt habe ich aber genug. Kostet ja 25 von allem, ne? 30 sogar. Na gut, dann immer halt von allem 30. Ist auch okay. What a beautiful flower. Hey. Focus on creating pollen when you have enough resources. Adding flowers and creating pollen isn't cheap, but the payoff is worth it. Keep in mind that only flowers with male parts can create pollen. Fortunately, all sunflowers have both male and female parts, so this flower can pollinate itself. Okay, also männliche und weibliche Pollen gibt's und die können sich dann halt irgendwie gegenseitig bestäuben, wie auch immer. Da ist noch ein Käfer, den kann man gleich mal wegklicken. Und da kommt ein Schmetterling, ist okay. Ja, hier sieht man die ganze Zeit, dass hier Zeug reingeht. Nein, geh mal weg hier. Das ist halt dieses ganze H2O plus CO2 plus Lichtenergie ist gleich Oxygen und Sugar. Das ist halt Biologie halt, ne? Ein bisschen Leerspiel machen kann ja auch nicht schaden. So. Shake. Was? Okay. Pollination time. Pollination time. Gently shake your flower to release your pollen into the air. Was? Jetzt soll ich schütteln? Wie soll ich denn bitte schütteln? Ach, die sind schon vertrocknet, oder wie? Hier sind irgendwie zwei vertrocknete Pflanzen. Oh mein Gott. So viel zum Ausbauen hier. Und so viel zum Anklicken. Unfassbar. Now grab and drag the cloud of pollen to gently steer it to any female flower. You
The little meter next to each flower fills up with every bit of pollen. Muss sie also gedrückt halten und die Flower ein bisschen rumschütteln. When a meter is full, the flower has been successfully pollinated and you can grow a fruit. Ah, okay. A sunflower's fruits are the seeds that form in the center of the flower. Und die haben wir hier noch rein. So, da sind sie schon mal ein bisschen weiter gewachsen. So, kann man die Pollen und Pollen, die können wir schütteln und schütteln und das gleichzeitig noch Zeugchen nebenbei aufnehmen. Oh mein Gott. So, nehmen wir die hier rein und da haben wir die anderen Pollen. Wasser, 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 überall Wasser. Und einmal noch Pollen. Einmal noch bestäuben und dann können wir eine Frucht ernten. Nachdem wir Wasser geholt haben und noch mehr Wasser. Oh mein Gott, so viel Wasser. Achso, ja, müssen wir erstmal schütteln. Vergessen. So, hier kann man die reinhauen und hier kann man die reinhauen. Ready and have sufficient resources, grow a fruit by clicking your flower and choosing fruit from the menu. Da, eine Frucht. Minus 25 von allem. Aber dann haben wir eine Frucht bekommen. Und die haben wir auch nochmal, haben wir nicht mehr genug Zeug. 31 davon, oh mein Gott. Ja, die ist abgetrocknet. Congratulations. Danke. You have fruit. The more seeds you can produce before winter, the better. Stay alive until then. Okay, wir sollen also bis Winter durchhalten. Machen wir gerne. Ah, die Frucht kann man ja noch nicht ernten. Aber wir müssen langsam mal wieder hier was Neues ausbauen, denn die eine Sonnenblume ist halt kaputt, ne? Die ist am Arsch. Unsere ganzen Ressourcen sind vollständig schon. Wasser, 121 Wasser können wir speichern, Wahnsinn. Weiter nach oben mit dir. Oh, ich habe nicht genug Stetch. Krieg ich von den Pflanzen hier. Was ist der Kackschmetterling da? Geh weg. Juhu, alles meine. So, hier haben wir schon die Frucht fertig. Noch eine zweite Frucht. Na, böser Käfer. Der hat meine Pflanze angeknabbert. Die war schon ein bisschen angedamaged. Aber noch überlebt sie. Noch ist das kein Problem. So, in der Erde kann ich aber nichts weiter basteln. Da sind alle Zweige am Ende. Hoppla. Ne, was wollte ich hier machen? Irgendwo eine Sonnenblume wieder. Brauche aber noch eine zweite. Außer sie kann sich natürlich selbst bestäuben. Das wäre natürlich urgeil. Und kann sie sich selbst bestäuben? Ja, sie ist männlich und weiblich. Das heißt, sie kann sich selbst bestäuben. Ich glaube, das konnten die anderen auch. Ich habe da nur nicht richtig aufgepasst. Ich würde die aber gerne abschneiden, die Dinger. Aber geht, glaube ich, nicht. Oh, wie viel brauchst du für die Pollen? Okay. Selbst zu stäuben ist nicht schlecht, wenn man Männchen und Weibchen ist. So, mehr Sugar hier. So viel Zucker. Ja, das mit dem ist auch relativ easy. Mal schauen, wie es dann beim nächsten wird. Können wir ja schon. Ja, wir können die letzten Pollen schütteln. Und gleich auch die Frucht abernten, sobald wir genug Punkte haben dafür. Und haben wir schon genug? Nein, da fehlen 37 insgesamt. Fehlt ein. Oh, das ist ein Wurm. Geh weg da. Der hat sich an meiner Pflanze zu schauen. Oh, da wird es langsam bitter. Die kann man aber, soweit ich weiß, aufreiben irgendwie. Aber funktioniert wohl nicht. Ich drücke zwar, aber sie möchte nicht aufwärmen. Kacke! Ah, nebenbei muss man noch Zeug abpacken. Nee, die wollen nicht. Na gut, dann wollen die halt nicht. Normalerweise schrubbt man das Zeug dann frei. So, dann holen wir uns die Frucht. Aber so wie es ausschaut, geht's nicht. Oktober ist schon. Oben rechts sieht man's. Ja, gut, eine könnte man noch basteln, theoretisch, denke ich mal. Wenn denn noch genug Blätter vorhanden sind. Ein neues Blatt, Da fehlt noch ein bisschen was.
Ja, warum kann ich den nicht freirubbeln? Rechte Maustaste geht nicht, linke Maustaste geht nicht. Aber ich steht ja auch, geh weg, du böser Wurm. Der wollte sich schon meinen Wurzel einnisten. Okay, da ist Maximum alles. Da brauche ich also theoretisch nichts mehr machen. Aber ja, so wie es aussieht, kann ich da nicht mehr viel tun. Eine Sonnenblume braucht 40. Und die einzelnen Dinger, ja, solange das Ding nicht auftaut, kann ich hier nichts tun. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir mal ganz kurze Pause. 15 Minuten sind schon rum. Und wir sehen uns dann gleich wieder bei Reach for the Sun. Bis dann. Hallöchen und willkommen zurück zu Reach for the Sun. Wir sind hier gerade im Winter angekommen. Unsere, ja, Blüten wachsen langsam nach. Ich kann die auch nicht auftauen, das ist kacke. Wüsste ich aber gern, wie das geht. Denn ich brauche das für irgendwann später mal. Das wäre schon nützlich zu wissen, wie das geht. Aber so wie ich das sehe, geht das gar nicht. Doch jetzt. Man muss ordentlich rubbeln. Ah ja, okay, man muss also eine Weile rubbeln. Das dauert wirklich eine ganze Weile. Ehe man da fertig gerubbelt hat. Oh, jetzt wird's Herbst. Jetzt sterben die Blätter langsam ab. Na gut, ich kann hier nichts mehr machen. Da ist schon Ende. Ich kann wirklich gar nichts mehr machen. Warum das denn? Anscheinend hat das Ende eingesetzt. Ja, Erinnerungschaft freigeschaltet. Ja, der Wurm verkriecht sich, oder? Doch nicht, ey. Well done. Er knabbert weiter mit den Pflanzen an. Your hard-earned biomass may wither and die as the temperature drops, but the seeds you've produced will safely store your genetic material, the blueprint for creating new sunflowers, through to the next season. Let's take a look at your score and prepare for a new spring. Juhu! Na dann lass uns das mal anschauen. Ich habe 9 Seeds geerntet, 3 Früchte von 4. Und ja, sehr schön. Wunderbar, jetzt haben wir 9, also jetzt könnten wir theoretisch, oder können wir noch was anderes, oder ist es immer noch nicht, ja, ich glaube ich brauche 10, ne? Ne, 5 von Toad Lily. Upgrades, sie hätten noch theoretisch 4 übrig, aber ich glaube für 4 können wir uns nichts kaufen hier. Ne, für 4 können wir uns hier nichts kaufen, den Rinnenmulch hätten wir noch machen können, damit die Pflanzen nicht so schnell einfrieren.